Hey, ich war beim Friseur, seht ihr das? So, Freunde, guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sitzen hier auf meinem großen Schlepper, Hakenlift ist hinten angebaut und wir fahren jetzt ein bisschen Mist durch hier gegen, ne? Denn ihr wisst ja, mein Lieblingssport ist Misttransport. Die schlechten Witze haben wir auch abgehakt. Also Stecker steckt. Gerade noch ein bisschen die Karre einmal warm laufen lassen, einmal ein bisschen Druck aufbauen mit ein bisschen Drehzahl. Und dann geht's los. Dann fahren wir heute ein bisschen mit dem Hakenlift durch die Gegend. Und ja, transportieren ein bisschen Mist, holen ein bisschen Mist. Ja, das Wetter und so, das stellt mich vor gewisse Probleme, weil man relativ wenig machen kann. Und so geht einem halt irgendwie der Content aus, ne? So langsam nach der Messe. Aber das kriegen wir schon irgendwie in den Griff, ne? Am Ende bleibt immer genug gutes Wetter über und gibt ja auch genug Sachen, die man noch zeigen kann. Ja, ich habe die Messe ganz gut überlebt. Bin eigentlich irgendwie einer der wenigen, die gesund geblieben sind. Also ich bin ganz leicht verschnupft, aber das hatte ich auch schon vor der Messe. Aber ich will mich jetzt auch gar nicht zu sehr freuen. Hinterher, wenn alle wieder gesund sind, erwischt es mich irgendwie noch volle Pulle. Ne? Deswegen da lieber mal kleine Brötchen backen. Ja. Ist jetzt auch so die Jahreszeit. Ich muss mal anfangen mit Maschinen waschen, Maschinen einwintern und so. Habe ich noch nicht viel gemacht. Das muss ich auch mal machen. Nehme ich auch irgendwie diese Woche noch in Angriff, die ersten Maschinen schon mal schön waschen und dann einnebeln und in der Halle stellen und so. Ein bisschen Maschinen-Tetris spielen. Ja, das ist so mein Plan. Ah ja, ich fahre mal jetzt erste los, hole den ersten Container Mist und dann habe ich noch Folgeauftrag. Da muss ich dann einmal fragen, ob ich mir die Mulde dafür ausleihen kann. Weil unsere Halbruhe, das schafft halt nichts und meine Silomulde möchte ich dafür nicht nehmen. Ja, deswegen muss ich da gleich mal kurz den Patrick fragen, ob ich mir seine Mulde ausleihen kann, weil wir haben noch keine größere Mistmulde, noch keine gute gefunden. Weißt du, wenn du auf eBay guckst, dann ist das irgendwie so ein Trümmer wie die rote da, die ich da dann repariert habe. Also, naja. Also die einen sagen ja, das ist Fusch. Ich sage, das ist eine zeitwertgerechte Reparatur, was ich da gemacht habe. Also, ja, würde ich sagen, das ist alles okay. Gut, wir haben jetzt auch Druck und ich fahre jetzt also los. Hey, ganz vergessen, dass ich die GoPro dabei hatte. Ups. Also ich habe jetzt gerade den ersten Container hier geholt. Vom Kollegen. Den darf ich jetzt auch behalten, um den anderen Mist gleich zu transportieren. Ich habe jetzt das erste Fuder, also den Mist von ihm da drauf, so ein bisschen Mischmist, hier ein bisschen was von seinen Schweine. Dann hat er irgendwie 4 Jersey-Rinder mit dem Kalb und dann noch ein bisschen Pferdemist von seiner Frau und so. Und das kommt jetzt hier auf Anlage. Und dann hole ich gleich noch ein paar Touren Rindermist von dem Milchviehbetrieb. Mal kurz gucken. Oh, nicht zu weit. So. Und jetzt müssen wir kurz erst einmal ein bisschen nach hinten abschieben, weil ich die Verriegelung sonst nicht aufkriege. Ich veranschauliche das mal gerade. Oh, es ist so windig. Schon die ganzen letzten Tage so Start 1, dass ich hier gleich einmal die Verriegelung öffnen kann. Na komm. So, ja, und ihr seht hier, da kriege ich die Verriegelung nicht auf. Jetzt habe ich einmal die Verriegelung vom Hakenlift geöffnet. Jetzt schiebe ich ihn einmal ein bisschen zurück. So, dass ich die Verriegelung aufkriege. Nee, reicht noch nicht. Hauptsache, ich kann den Container jetzt ganz abkippen. So, das ist gut. Ich will mir ganz abkippen, aber jetzt schon schwierig. Warte, wenn ich den jetzt weiter zurückfahre und den dann ganz nach vorne drücke und dann wieder nach vorne ziehe, geht das? Und noch ein Stück. Aber, nee, dafür... Nein, das geht nicht. Dann müssen wir das anders regeln. Dann mache ich einmal die Verriegelung auf, überall, mache die Klappen auf, mache dann die wieder zu und ziehe den Container ganz nach vorne. Das machen wir mal gerade. Also, der ist jetzt wieder ganz zu.
Ich ziehe jetzt wieder so weit vor, wie es geht, das hier Ende, dann zack, verriegeln. So, und die hier habe ich jetzt auf und jetzt kann ich kippen, ohne dass der Container auf die Erde kommt, hoffe ich. Aber das probieren wir jetzt gemeinsam aus. Da will ich mal gerade ein Stück vorfahren. Und dann lasse ich sie wieder runter. Boah, der Wind, unnormal. So, ich mache die Muddel mal wieder zu. So, das Maschinchen steht wieder auf der Waage. Und jetzt müssen wir gerade schnell ins Büro marschieren und einmal am Computer die Leerwiegung machen, weil dafür, für den Drücker, haben wir keine Nummer, deswegen muss ich da jetzt gerade einmal hinrennen. Aber das kriegen wir ja hin, das ist ja gar kein Thema. Aber ich glaube, bei dem anderen Bauern, da haben wir eine Nummer. So, Hofliste. Denn die Zweitwiegung und 12.040 Kilo. So, haben wir das. Jetzt geht's zur nächsten. Und da holen wir ein paar Touren Rindermist weg. Bin ich mal ganz gespannt, wie viel das ist. Reinhard hat da sonst, glaube ich, irgendwie mit einem Abschiebewagen, also mit so einem Tandem-Abschiebewagen, irgendwie 3 oder 4 Touren weggeholt. Und ich denke, dass sich das bei mir auch so in dem Rahmen hält. So, bei den Bauern hier angekommen. Und jetzt fahre ich hier vorwärts, da in seine Wand rein, da hier in die Silo-Wand. Und sattel dann Container ab, damit er schön einfach aufladen kann. Guck mal, das geht ja wunderbar hier. Zack. So. So. Zack, Zapfwelle an. Verriegelung auf, zurückschieben. Ein Stück muss ich noch zurück. Also ich muss ehrlich sagen, ich fahre den Hardlift. Also klar, mit der, so die Power vom großen Schlepper hier, die ist total geil. Aber ich fahre den Hakengriff mit dem 411er tatsächlich ein bisschen lieber, weil man ein bisschen besseres Gefühl für den Anhänger hat. Also so meine Meinung. So, man merkt halt einfach ein bisschen mehr, was hinten passiert. Einfach weil der Hänger halt auch ein bisschen mehr mit dem Schlepper spielt. Ne? Aber dem 411er fehlt halt einfach ein bisschen Leistung. Ne? Das ist halt so das Schöne. Das Schöne, mein Gott. Das Schade daran, meine Fresse. So, wenn der Container gleich voll ist, geht das mit Sicherheit schwer. Den lassen wir Fahrwerk schon mal runter, Deichsel hoch. So, und dann haben wir das auch. So, möglicherweise ist der Container jetzt ziemlich voll. Jut. Ja, Topzylinder ziehen wir jetzt nochmal an. Zack. So. Und jetzt Abfahrt. Oh, geht ja easy. Ist schwer, aber geht.
So. Wie geht da hinten rein? Container. 35 Kubik. Ich komme gleich wieder. Dauert ja noch einen Moment. So, er sagte links rum weg. Ja, da oben bleibe ich wahrscheinlich sonst am Dach hängen. Ach, jetzt steht der Futtermischwagen da. Passt nicht. Scheiße. Egal. So, wir wissen jetzt, wir haben eine Nummer für den Kunden mit dem Mist zum Drückern. Die ist angelegt, das ist sehr gut. So, jetzt haben wir der einmal voll gewogen. Und jetzt fahren wir nach hinten zur Anlage, um da, also auf die anderen Seite von der Platte, um da einmal abzuladen. Weil hier vorne, weil Reinhard will da auf der Ecke füttern und deswegen müssen wir das da hinten hinbringen. Gut, dann fahre ich da hinten mal auf die Platte. Wupp. Und beim Abladen ist das im Grunde genommen dasselbe Spektakel wie eben auch. Und ja, ne, das ist so das Ding. Jetzt düse ich heute noch ein bisschen hin und her, bis das, bis wir den Mist hier haben. Mist ist halt einfach, da liegt auch so ein Haufen Dreck. Ach, jetzt war da dieser Typ da. Da kommt immer so ein Typ, der kommt immer in so einem kleinen Autoanhänger und bringt seinen, von seinen Hühnern den Mist hierher. Ne? Er hat so einen Hühnerstall da. Und bringt dann immer den Mist daher und er lädt dann immer mitten auf der Platte ab. Aber naja, kann sie nichts machen. Aber gut. Wir versuchen ja, also ich fahre ja den ganzen Mist hierher, weil wir ja mehr auf Reststoffe in der Anlage setzen wollen. Ne? Also weniger Sachen, die vom Acker kommen, also weniger Mais, weniger Grünroggen und dafür halt mehr Gülle und Mist. Ne? Ist halt einfach nachhaltiger und so weiter. Ne? Und da versuchen wir auf jeden Fall hinzukommen, auch für Zukunftsstrategien, weil wenn, also das Nutzen des Mistes, des Maises und so, Mais ist ja ein sehr teurer Inputstoff, das lohnt sich nur, weil wir als Navarro-Anlage ja dafür gefördert werden, dass wir diese Materialien einsetzen. Und man könnte beispielsweise auch so den Grünschnitt, den Städte haben, so von Sportplätzen und so weiter, füttern. Das dürfen wir aber nicht, weil das als Abfall deklariert ist, wenn das und halt nicht. Ja, also das ist halt einfach vom Gesetzgeber als Abfall deklariert und ist dementsprechend kein nachwachsender Rohstoff und darf deswegen nicht in unsere Navarro-Anlage, obwohl in solchen Sachen beispielsweise extrem viel Potenzial steckt. Ne? Also man kennt das ja. Wenn ihr irgendwo wohnt, ihr habt irgendwie einen Sportplatz, an der Schule die Rasenflächen, irgendwelche Parks in den Städten, die werden ja gepflegt und gemäht. Und dann fragt man sich, was passiert damit? Ne? Das könnte man ja auch energetisch nutzen, aber nee, das wird kompostiert und also entsorgt und dann wahrscheinlich kompostiert und so und dann irgendwie als Kompost irgendwo wieder verkauft und dann geht's in die Gärten, wie auch immer. Und dabei ist das halt ein Material, was auch extrem viel energetisches Potenzial bietet. Aber wenn man das verwerten will, braucht man eine Abfallanlage. Also man muss dann quasi, also theoretisch müssten wir dann, wenn wir das einsetzen würden, würden wir unseren Navarro-Status verlieren, was schlecht wäre. Oder man hat halt einfach eine Anlage, die von Anfang an als Mistanlage oder als Abfallanlage gebaut wurde. Das sind halt so Regelungen in Deutschland, die ich nicht so wirklich ganz nachvollziehen kann, weil man hier halt einfach extrem viel Potenzial verschenkt. Naja, ich mache mal gerade den Container da auf und lade den Mist ab. Klappe ist auf. Das steht da hinten richtig. Hat richtig schön gedrückt, hat er. So, jetzt laden wir den Kram hier mal schön ab. Ups, Handbremse noch fest. Vielleicht reißt die Frontwand vom Container raus, das wär's.
Ist er leer? Ich hoffe. Ich hoffe. Komm gleich wieder. Au, ja. Ja, wunderbar. Alles leer. Oh, hier schön Klappe zumachen. Oh, noch einen Schritt vor hier. In die Ecke, dass ich da aus dem Dreck rauskomme. Perfekt. Genauso soll das laufen. So, Klappe ist zu. Nächste Tour kann gefahren werden. War kein Problem. Oh, ich muss jetzt schon wieder sparsam mit dem Acker umgehen, der ist jetzt schon wieder gelb. Naja, aber ganz viel Spannendes für heute, glaube ich. Also das Prinzip ist ja, denke ich, jetzt klar. Ne? Ich fahre jetzt wieder hin und her. Ist halt heute ein schöner, entspannter Tag. Hey, was haben wir genau? 6, 3. So? So? Ah! Ey, auf den Kopf. Auf den Kopf. Gut! Ich würde sagen, ich hole die nächste Tour. Und dann bin ich mal gespannt, wie lange das Ganze hier heute dauert. Weil ein paar Fuhren wollen wir ja fahren, keine Ahnung. Ich meine, wird ja sowieso gleich dunkel. Wir haben es jetzt gleich, also wir haben es jetzt. Ach, die Uhr ist ja noch gar nicht umgestellt. Ich wundere mich gerade, warum ist denn das schon so spät? Oh, die Uhr von dem Stefan muss ich hier noch umstellen. Ich habe gerade gesagt, 15.49 Uhr. Hä? 1,5 Stunden für eine Tour? Das kann nicht sein. Nee, aber gut. Nee, also es ist jetzt 10 vor 3, aber so eine Stunde, Stunde, anderthalb. Wird's ja dunkel, ne? Ja, gut. Bis später. Also, ich find's ja einfach nur noch eine einzige Frechheit, ne? Ich fahr jetzt Umwege, weil ich den ganzen Tag über diese Oppendorfer Straße gefahren bin, die so dermaßen im Arsch ist, dass du da mit dem Trecker nicht rüberfahren kannst. Ich kann da nicht schneller fahren als 30 mit dem vollen Wagen, weil du sonst, ja, weil der Schlepper sonst von der Straße katapultiert wird. Ne? Stand vor 2 Jahren ja in der Zeitung, dass die Straße, dass sie gesperrt ist, weil die aufwendig saniert wird. Haben wir alle gedacht, geil, die wird aufgerissen, neu gemacht. Nee, die haben sie einfach nur rübergesplittet. Kein Loch zugemacht, kein Hügel weggemacht, nichts. Die Straße ist in demselben Zustand wie vorher. Der wurde einfach nur Split drüber gezogen. Und dann heißt es hinterher, ja, dafür war kein Geld da. Weißt du, und dann liest er aber immer wieder irgendwie die Steuermilliarden irgendwo im Ausland verteilt werden und für uns bleibt nichts über. Echt, ey. So eine Frechheit. Naja. Ich fahre jetzt die letzte Tour. Wir haben es jetzt gleich 18 Uhr, ist 17:45. Und ja, halt stockduster, kommt mir vor, als wäre es mitten in der Nacht. Ich hasse den Winter. Dazu kommt, es ist halt, ja, also nicht am Regnen, das ist halt einfach so ein Sprühregen, dass du halt einfach nichts siehst im Dunkeln. Es ist halt so eklig. Dann dazu halt auch noch sehr windig. Also insgesamt halt einfach scheiße. Einfach richtig ekelhaft. Aber naja. Ich fahre jetzt die letzte Tour und dann mache ich mich auf den Weg nach Hause, kümmere mich um die Tiere und dann lege ich mich schön aufs Sofa. Ich hab nämlich die Schnauze voll. Also es ist halt einfach, ja, ich finde das Wetter irgendwie ätzend. Ich finde den Winter finde ich ätzend und ja. Alles ätzend. Und die kaputten Straßen finde ich auch ätzend. Es ist also wirklich, es ist echt frech. Weißt du, Spitzensteuerland auf der ganzen Welt. Nirgendwo werden so viel Steuern gezahlt wie hier. Und alles ist im Arsch. Aber naja, ich will mich nicht aufregen. Ich reg mich nicht auf. Kommt nix. Gut. Dann fahren wir los. Jetzt die auch noch runtergefallen. Kacke, ey. Riesenscheiß, das ist eben genau das passiert, was nicht passieren sollte. Sekunde. Ich habe eben einmal nicht aufgepasst.
hatte, als ich den Container nach vorne gezogen habe zum Abkippen, den Hebel hier nicht nach hinten gemacht und hat mir den hier voll reingerammt. Jetzt ist das hier krumm, da ist ein Loch drin, siehst du hier richtig? Da, also, warte, ich hole meine Taschenlampe raus. Da seht ihr, wie das hochgebogen ist. Oh, Kacke, ey. Oh, ich bin so sauer auf mich selbst, ne? Das kannst du dir gerade echt nicht vorstellen, weißt du? Pisswetter, es regnet, es ist dunkel, dann nicht aufgepasst, dann klingelt das Telefon, gehst ran, gehst auf der anderen Seite um Schlepper zu und ziehst gleichzeitig den Container nach vorne und hörst es auf einmal knacken, ne? Oh, es ist wieder typisch. Weißt du, einmal nicht aufgepasst. Oh, so eine Scheiße, ey. Oh, Kacke, ey, der schöne neue Hakenlift. Oh, das tut im Herzen gerade so weh, ihr habt ja keine Ahnung, ey. Oh, Mann. Aber, naja. Der Kotflügel sind ja zum Glück zwei Teile. Dann bestelle ich das einfach neu und tausche das aus. Oh, so eine Kacke, ey, so ein Ärger. Oh, Mann, ey. Aber naja, weißt du, und dann, weißt du, dann auch noch das letzte Fuder, ne? Das letzte Fuder. Oh, wie unnötig. Das ist so unnötig. Oh. Naja, aber es ist jetzt, wie es ist. Es ist jetzt, wie es ist. Da muss ich jetzt mit klappen. Naja. Mein GoPro-Akku ist auch gleich alle und mein Tag ist jetzt auch gelaufen. Ich mach den Container jetzt zu, fahr nach Hause und leg mich hin. Haben wir die Schnauze voll. Bis zum nächsten Mal.